Hallo euch allen, das ist wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Das fünfte Spiel steht an. Wir haben noch einen 14-0-Record und wir treten an hier zu Hause gegen die Los Angeles Rams. Also Sean McVay besucht Texas. Der Ball ist eröffnet. Eigentlich mehr das Spiel, aber Ballklang jetzt auch nicht schlecht. So, der Return der Rams endet in der 22-Yard-Linie. Erster und 10 für Los Angeles und wir schauen mal, wer hier den Quarterback spielt. Der Returner war auf jeden Fall Christian McCaffrey von den Carolina Panthers. Quarterback ist Lamar Jackson von den Baltimore Ravens. Interessant. Sehr mobil. Scrambling Quarterback. Mehr Running Back als Quarterback, muss man leider sagen. Aber da haben die Ravens ja eine gute Mischung für gefunden. Das heißt, gute Mischung, sie lassen ihn einfach die ganze Zeit laufen. Erster und 10 für Los Angeles an der 22-Yard-Linie. Oh, viel Druck auf Lamar Jackson und gleich im ersten Play. Sack durch Sean Lee. 2019. So, guter Start in dieses Match. Ziehen beide Safeties nach vorne. Und der nächste Sack. Ach du heilige Mutter. Earl Thomas. Dritter und 27 an der eigenen 5-Yard-Linie. Und bei den Rams ist gerade Holland im Not. Lamar Jackson diesmal hat er Zeit, bringt einen Ball an und macht ein Yard Raumgewinn damit. Vierter und 25 von der eigenen 6-Yard-Linie aus müssen die Rams punten. Das ist bitter. So, an der 34-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Retourniert über die linke Seite. Schöner Move. Und trägt den Ball zurück bis an die 28-Yard-Linie der Los Angeles Rams. Das heißt, wir sind schon in Field Goal Range. Wenn ich jetzt gar nichts mehr an positiven Yards auf die Kette kriege, haben wir immer noch die Möglichkeit, ein Field Goal zu erzielen. Und damit lässt sich doch mal arbeiten. Oh, Play Action Bubble J over. Den nehme ich doch gerne. Mein Lieblings-Play Action Spielzug. Wir attackieren die Mitte mit Jarvin und Terrell Owens. Ich achte mal, was Amari Cooper auf der linken Seite macht. Nicht viel, deswegen gehen wir über unseren Tight End. First Down an der 5-Yard-Linie. First and Goal für die Cowboys. So, wir nehmen den Stick, attackieren die Mitte mit Amari Cooper und mit Jarwin. Und da ist der Touchdown. Amari Cooper, Führung für die Cowboys. Das ging aber alles jetzt sowohl in der Defense als auch in der Offense viel zu leicht. Wenn das so bleibt, wird es eine harte Zeit für die Los Angeles Rams. 7:0 für die Cowboys. 1 Minute 20 noch zu spielen im ersten Quarter. Der Kick geht wieder rüber zu den Rams. Geht bis knapp hinter die Goal Line. Und wird retourniert. Endet an der 21-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Wir blitzen mit den Linebackern. Laufspiel, Christian McCaffrey von den... Oh, sehr guter Lauf. Das ist ein richtig guter. Der stand bei unvorstellbar vielen Snaps auf dem Feld in der vergangenen Saison. Hat unwahrscheinlich viele Carries gemacht, auch als Receiver auf dem Feld. Also ein richtig guter. Aber der muss natürlich aufpassen, dass er da nicht verheizt wird. Zweiter und 2. Neuer erster Versuch für die Rams. Der zweite Drive läuft doch schon mal deutlich besser für Los Angeles. Ball an der 32-Yard-Linie, erster Versuch und 10. Eine. Oh, ich dachte fast, es wäre eine Interception gewesen von Sanders.
Da hat er so gut zum Ball eigentlich gestanden. 2. und 10. Glück für Lamar Jackson. Was für ein Hit. Sean Lee, der kennt wirklich keine Freunde. 3. und 13 an der 29-Yard-Linie. Blitzen mit den Linebackern wieder. Ungeblockt, Leighton Vander Esch schlägt bei Lamar Jackson ein. Damit endet auch das erste Quarter. Und das zweite beginnt mit einem Punt der Rams von der eigenen 21-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf an der 34. Der Return über die linke Seite. Knallharte Hits, aber der Ball ist schon wieder in der Hälfte von Los Angeles. 1. und 10 an der 43-Yard-Linie. Nehmen wir doch mal den ersten Laufspielzug. Nehmen wir einen Stretch. Lauf über die Außen. Wir gehen über die kurze, über die linke Seite. Mit Elliott, Eddie George als Vorblocker. Ah, da hat mein großer Freund die Seitenlinie. Dann werde ich ein bisschen hektisch. Aber 1. und 10 an der 30-Yard-Linie für die Cowboys. So, jetzt testen wir mal einen Lauf durch die Mitte an. Wieder Elliott, unser Running Back. Kommt bis an die 20-Yard-Linie. Second and Inches. Nehmen wir die Double Slants. Oh, kriegen wir den noch hin vor dem 2-Minute-Warning. Cooper und Johnson links, uns auf der rechten Seite. Und los geht's. Das ist der Touchdown für die Cowboys. Man gut gesehen, da war die gesamte linke Seite frei. Sean McVay kann es nicht fassen. Aber es ist so, die Cowboys führen mit 13 und wenn der PET noch gut ist, und das sieht gut aus, mit 14:0 gegen Los Angeles. Kickoff ist unterwegs. Geht bis über die Endzone hinaus. Kein Return. Also 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen mit den beiden Safeties. Da wird Lamar Jackson den Ball sehr schnell los. Findet einen Receiver. 2. und 3. Ball an der 32-Yard-Linie. Und der ist der nächste Sack. Wieder ist es Earl Thomas, der durchkommt. 3. und 10. Und da kommen die Cowboys-Verteidiger schon wieder auf Jackson zu. Der wird den Ball noch los, aber komplett unkontrolliert. Wir sehen den nächsten Punt der Rams. An der 30-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Der Return geht über die linke Seite. Endet an der 40-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. So, wir laufen. Wir passen. Mit dem 4 Verticals. Das heißt, wir attackieren die Mitte. Da kommt ein Blitz von der linken Seite. Also hat Cooper ein 1 gegen 1 links außen. Wir gehen in die Endzone. Aggressiver Catch von Cooper, aber gut verteidigt. Zweiter Versuch und 10. Gehen wir nochmal in die Double Slants. Wieder Cooper und Johnson links, Owens von der rechten Seite. Wieder schauen wir mal, wie sich die Defense verhält. Diesmal decken sie die Seite, die linke ab. Oh, und Prescott, ein ganz schwacher Ball.
Den muss er doch einfach nur ganz normal werfen. Da war keiner in der Lücke. Schwacher Pass. Jetzt haben wir den dritten und 10. Jetzt muss ich wieder in die Four Verticals gehen. Wir achten darauf, was die beiden Safeties der Rams da hinten machen. Die gehen beide nach innen. Also gehen wir wieder auf Cooper und diesmal überläuft er ganz souverän den Cornerback. Touchdown Cowboys. Ja, Sean McVay war es auch. Das Spiel ist hier höchstwahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit entschieden. Jetzt steht es nämlich 21:0 für die Cowboys. Kickoff ist unterwegs. Wieder, wie gehabt, über die Endzone hinaus. 1. und 10 an der 25. Wir blitzen mit dem Under Smoke. Also wenn die Rams hier noch den Hauch einer Chance haben wollen, brauchen sie einen Touchdown noch vor der Halbzeit. Die Offense hat ja den Ball auch schon einigermaßen bewegt bekommen. McVay nimmt die erste Auszeit. 2. und 6 an der 29-Yard-Linie. 53 Sekunden noch auf der Uhr. Knallharter Hit gegen McCaffrey. 3. und 2. McVay nimmt die zweite Auszeit. Eine haben die Rams jetzt noch zur Verfügung. 48 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. McCaffrey sucht die Lücke, hatte sie doch eigentlich und vergisst irgendwie über das First Down zu kommen. Wir sehen den nächsten Punt. Oh, ein Skykick. Da wollen sie verhindern, dass ein großer Return stattfindet. Sanders über die Seite. Was ist denn das? Was passiert hier gerade? Sanders bis an die 33-Yard-Linie. Das ist ein kurioses Footballspiel, was wir hier sehen. Ich versuche sogar nochmal in die Endzone zu kommen. Über die Four Verticals. Blitz von der linken Seite. Cooper wieder ein 1 gegen 1. Da gehen wir wieder in die Endzone, das ist zu leicht. Also das haben sie, das war eine Einladung, exakt der gleiche Spielzug. Wieder ein Blitz. Das war eine Copy vom Spielzug davor. Und jetzt steht es 28:0 für Dallas. Oh, das wird eine Riesenniederlage für die Rams werden. So, Swipkick, damit hier die letzten 2 Sekunden auch noch von der Uhr gehen und wir in die Halbzeit können. Wird gesichert. An der 39-Yard-Linie ist Schluss. Es geht rüber in die zweite Halbzeit, wo ich mich, glaube ich, jetzt darauf verlegen kann, diese Führung zu verwalten. 28:0, meine Güte. Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Sanders mit dem Return. Immer noch unterwegs. Oh, das ist ein Kick-off-Return-Touchdown. Ein schöner Spin-Move hat gereicht. Kein Rams mehr zu sehen. Touchdown, Deion Sanders. 105 Yards. Respekt. Kick ist gut und es steht 35:0 für die Cowboys. Jetzt ist die Sache aber schon ganz sicher durch hier. Ball geht bis hinter die Goal-Line. Sehen wir einen Return. Wir sehen einen an der 17-Yard-Linie. Ist Schluss und der hat wehgetan. 1. und 10. Der Ball liegt an der 17-Yard-Linie. Wollen wir mal schauen, wie die Rams in die zweite Halbzeit starten. Mit einem Laufversuch. Sonny Mitchell von den New England Patriots. 2. Versuch und 9. 1 Yard Raumgewinn für den Running Back neben Tom Brady. It,
Wieder ein Riesendruck. Leroy Glover kommt durch. 5 Sacks bis jetzt schon im Spiel. Die O-Line der Rams nicht in der Lage, Lamar Jackson irgendeinen Schutz zu bieten. 3. und 16 von der 11. Der nächste Sack, oh mein Gott. 4. und 22. Die Rams müssen von der eigenen 5 punten. An der 33-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Der Return geht doch über die linke Seite. Der war nicht gut. Und obwohl der Return nicht gut war, sind wir an der 45-Yard-Linie der Rams. All play action, Bubble J over. Den liebe ich zu sehr. Cooper wird an der Line of Scrimmage gedeckt. Auf den achten wir mal besonders. Wir schauen uns an, was der Safety dort hinten macht. Der Safety geht nicht mit. Da wurde Cooper doch gehalten. Also wenn, ich bitte euch, Freunde. Aber Amari Cooper ist das wurscht. Der macht seinen Touchdown. Kann sich dann doch lösen. Ball perfekt serviert von Prescott. Und wir haben ein 42 zu 0. Das wird richtig böse. Wenn das so werden wird, dann das könnte mal wieder eine 50er Marke fallen. Das hatten wir schon länger nicht mehr im Solo Battle. Aber die Rams, die zeigen ja hier überhaupt nichts. Also weder in der Offense, noch in der Defense, noch in den Special Teams. Katastrophenvorstellung des Teams aus Los Angeles. Wir blitzen mit den Linebackern. 1. und 10 an der 22-Yard-Linie. Boyle geht in Motion. Oh, ein schöner Pass von Lamar Jackson, aber der kann nicht festgehalten werden. 2. und 10. Der war wirklich gut geworfen. Da lag es jetzt absolut an dem Wide Receiver. Der gute Lamar Jackson kriegt wirklich keinerlei Unterstützung. Sean Lee mit einem Murder-Hit gegen McCaffrey. 3. und 13 damit schon wieder. Oh, das sieht nicht gut aus. Lamar Jackson. Oh nein, da hat Byron Jones aber geschlafen. Sprintet jetzt noch hinter dem Receiver her, macht noch den Tackle, aber erst an der 4-Yard-Linie. Ja, das passiert, wenn man zu sehr auf Interception spielt. Wenn man dann mal sich komplett verkalkuliert, gibt es einen Big Play für den Gegner. First and Goal. McCaffrey versucht durch die Mitte, keine Chance. So, wir nähern uns schon dem Ende des 3. Quarters. Second and Goal. Lauf durch die Mitte, gestoppt an der 8. Und damit endet auch das 3. Quarter. Das heißt, wir gehen jetzt direkt rüber ins 4. Quarter. Ich glaube, mit der 50 vorne wird doch schon wieder eng, nach dem guten Drive hier, den die Rams hier hingelegt haben. Damit holen sie nicht nur Ja, sondern sie nehmen auch Zeit von der Uhr. Aber wir wollen ja hier auch kein auf Teufel komm raus Punkte-Rekord erzielen. Lauf direkt gestoppt. McCaffrey kommt nicht durch. Fourth and Goal an der 10. So, jetzt schicken die Rams ihre Field Goal Unit aufs Feld, um hier die Ehrenpunkte zu holen. Das gelingt auch. 42 zu 3. Die Rams haben zumindest die 0 vom Scoreboard genommen. Ein Onside-Kicker, ist nicht euer Ernst, Freunde, oder? Damit hätte ich nicht gerechnet, gebe ich offen und ehrlich zu. Jeff Heath aber schon, denn der hat den Ball für uns Cowboys gesichert. Nehmen wir mal den Play-Action-Fake-Quick. Der Ball liegt ja auf der rechten Hashmark. Wir schicken Cooper in Motion. Schauen wir, ob der auf der linken Seite gleich frei sein wird. Und los geht's. Ah, der ist gedeckt.
Den Ball habe ich mehr ins Aus geworfen, als kontrolliert zu Keyshawn Johnson zu gehen. So, wir brauchen ja nicht auf Teufel komm raus Punkte. Lass uns ein bisschen laufen. 2010. Nehmen wir hoffentlich ein bisschen Zeit von der Uhr. Er lädt über die linke Seite. Und hat da eine Lücke. Und das ist das First Down. Bleibt in Bounds. Die Uhr läuft weiter. Erster und 10 an der 32-Yard-Linie. Lasst uns doch noch einfach ein bisschen weiterlaufen. Nähern uns dem Two-Minute-Warning. Wieder Elliott, diesmal über die rechte Seite und Eddie George als Vorblocker mit dabei. Nimmt da auch wunderbar einen Linebacker raus. Schöner Move von Elliott. Da wäre er fast durch gewesen. An der 8-Yard-Linie wird er noch gestoppt. First and Goal Cowboys. So, wir nehmen den Stick, attackieren mit Cooper und Johnson von der linken und Jarwin beim Tight End. Wir gehen auf den Tight End. Oh, er war incomplete. Da war er schon im Aus. Second and Goal. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass der einfach mal stehen bleibt, aber der lief irgendwie immer weiter. So, Wide Receiver Drive. Wir schicken Cooper von der rechten Seite, kommt in Motion. Und wir achten auf unsere beiden Tight Ends. Cooper, Muttersehen allein. Touchdown. Das ist der fünfte Receiving Touchdown. Mein Gott. Der Einzige, der da mithalten konnte, war einmal, der dazwischen gefunkt ist. Das war Deion Sanders mit dem Kickoff Return Touchdown. 49-3 führen wir gegen die Rams. Der Ball geht bis weit über die Endzone hinaus. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen mit den beiden Safeties. Also Xavier Woods und Earl Thomas kommen jetzt beide nach vorne, rücken ein. Ah, das war ein Incomplete Pass. Dank des harten Hits von Sanders kann der Receiver der Rams den Ball nicht kontrollieren. Zweiter und 10. Vollständiger Pass. Ball ist an der 35-Yard-Linie. Dritter Versuch und Zentimeter. Ein paar Zentimeterchen fehlen also noch. Third and Inches. Oh, tiefer. Oh, Byron Jones. Ich spekuliere zu sehr auf die Interception. Erster und 10 an der 47-Yard-Linie. Also nochmal ein schöner Drive der Rams. Bewegen den Ball. Was für ein Hit. Zweiter Versuch und 8. Das ist ein Fumble und den haben die Cowboys. Earl Thomas, das war, glaube ich, das vierte Tackle und jedes Mal hat es da ordentlich gerumst. Erster und 10 Cowboys an der 44-Yard-Linie, 48 Sekunden noch auf der Uhr. Wir laufen mit Zeke Elliott über die linke Seite. Oh, da ist schon wieder eine Riesenlücke. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Jetzt haben wir die 50 doch geschafft. 56-Yard-Run von Elliott. Kick ist unterwegs, der ist auch gut. 56-3, meine Güte. Kick ist unterwegs. Über die Endzone hinaus. Wir haben noch 39 Sekunden auf der Uhr.
verworfen, dass die Rams es hier jetzt, dass diese Zeit einfach herunterläuft, ohne dass sie noch mehr Punkte kassieren. Und sind wir nämlich schon im 60er-Bereich. Die spielen einfach keinen guten Football hier. Da schlägt es schon wieder bei Lamar Jackson. Einer wird den Ball noch los, aber man hat es gehört, der hat wehgetan. 2010 war dann der 25-Yard-Linie. An der 38-Yard-Linie gesackt. Erster und 10. Gesackt, gefangen. Oder war doch komplett durch. Das ist halt, wenn. Das ist ja echt jetzt. Klar, schöner Sieg, tolle Touchdowns, aber spannend ist das nicht wirklich. So, Forfeit. Das sah auch jetzt nicht wirklich wie eine Hail Mary aus, muss ich gestehen. 2010. 17 Sekunden noch auf der Uhr. Die Rams ziehen es aber jetzt auch noch gerne noch ein bisschen wie Kaugummi in die Länge. First down an der 50-Yard-Linie, aber Gott sei Dank nehmen sie ihre Auszeiten jetzt nicht auch noch. So, das könnte jetzt schon das letzte Play hier im Spiel sein. Wir blitzen noch einmal mit unseren beiden Safeties. Vollständiger Pass, Jalen Smith mit dem Tackle und das Spiel ist aus, 56-3. Wir werden die Rams hier abserviert. Wir haben einen 5-0-Rekord in den Solo-Battlen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.